Ich begrüße Sie herzlich zu Faszination Israel. Liebe Zuschauer, heute treffe ich eine faszinierende, eigentlich muss ich sagen, eine äußerst spannende Persönlichkeit. Erst in Deutschland geboren, aufgewachsen in einem muslimischen Ghetto. Als dort bekannt wurde, dass er Jude ist, wurde er zur Zielscheibe von zahlreichen Attacken. Dass er diese Zeit überlebt hat, grenzt schlichtweg an ein Wunder. Über diese Zeit wurde übrigens auch ein Spielfilm gemacht. Heute ist er Publizist, seine Bücher sind in Deutschland Bestseller und er ist Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte. Ich glaube, es gibt wohl kaum jemand, der so eine spannende Lebensgeschichte hat wie Arye Sharus Shalikar. Arye Sharus Shalikar. Der ehemalige Graffiti-Künstler ist deutsch-persisch-israelischer Schriftsteller und Regierungsmitarbeiter. Als Sohn von Einwanderern aus dem Iran zieht Arye 1991 im Alter von 13 Jahren nach Berlin-Wedding, damals eine der gefährlichsten Gegenden Berlins und hauptsächlich bewohnt von Muslimen. Arye war ein Kind dieser Nachbarschaft. Ein Bandenführer und ein Kleinkrimineller, der das Viertel mit seinen Graffiti bedeckt, um den Respekt seiner Altersgenossen zu gewinnen. Seine Lebensgeschichte ist zu einmalig, als dass Gottfried Bühler Arye Shalikar nicht persönlich kennenlernen möchte. Sie treffen sich unter einer Brücke in einer eigenen Welt, geprägt von Graffiti, wo Arye sich sichtlich wohlfühlt. Arye, du bist in Berlin-Wedding aufgewachsen, groß geworden, zur Schule gegangen. Du warst der einzige Jude und ansonsten waren deine Schulkameraden Moslems. War das ein Problem für dich? Ja, es war absolut ein Problem. Also ein Großteil der Jugendlichen im Berliner Wedding waren Muslime. Türkisch, Arabisch, Libanesisch, Palästinensisch. Und mit denen bin ich aufgewachsen. Und ich bin da hingezogen als 13-Jähriger und hatte keine Ahnung, dass meine jüdische Identität, die ich eigentlich gar nicht hatte, eine so zentrale Rolle spielt für viele meiner Mitbürger. Wussten die das am Anfang, dass du Jude bist, oder hast du versucht, es zu verstecken? Nein, also ich wusste ja selber nicht, was es heißt, Jude zu sein. Das heißt, ich wusste, dass wir Juden sind, aber ich hatte mit dem jüdischen Glauben nichts am Hut. Meine Eltern stammen aus dem Iran. Wir haben zu Hause Persisch geredet, wir haben persische Musik gehört, wir haben Persisch gegessen, wir hatten Perserteppiche, persische Gemälde, nichts Jüdisches zu Hause. Ja? Ich kannte die jüdischen Feiertage nicht, wir haben nicht Koscher gegessen, ich hatte keine jüdischen Freunde, ich bin nicht in die Synagoge beten gegangen. Aber in dem Moment, wo ich mich als Jude geoutet habe, hat sich mein Leben auf den Kopf gestellt. Du hast mal gesagt, du empfandest dich selber als 30% Deutscher, weil du in Deutschland geboren wurdest, 30% Perser, weil deine Vorfahren aus Persien kamen, und 40% Jude. Das heißt, das Jüdischsein hat dann doch ein bisschen überwiegt. Also diese Prozent, wenn wir jetzt das nochmal neu definieren, hat sich das alles verschoben. Das heißt, hättest du mich als 13-Jähriger gefragt, hätte ich gesagt, ich bin ja so 50-50, halb deutsch, halb persisch. Dann irgendwann während meiner Jugendzeit war ich irgendwie 100% Kanake.
Weil dann als Ausländer in diesem Ghettobezirk, wenn du dann mit den Gangs unterwegs bist, mit den Türken und Arabern, irgendwann bist du Kanake oder Ausländer, nichts anderes. Also das Deutsche ist irgendwann verschwunden. Aber durch den Antisemitismus ist irgendwann meine jüdische Identität stärker geworden. Und durch das Erstarken meiner jüdischen Identität kam irgendwann Israel auch ins Spiel. Und heute, wenn du mich heute fragst, bin ich in erster Linie Israeli, habe aber auch eine deutsche Identität und eine persische Identität. Also das sind so meine drei Identitäten, deswegen nenne ich mich auch immer gerne deutsch, persisch, israelisch. Wenn du nach Deutschland zurückkommst, wie fühlst du dich dann? Kommst du zurück in die Heimat? Du, das ist eine sehr komplizierte Frage, weil damals bin ich ausgewandert aus Deutschland, 2001, weil Deutschland keine Heimat mehr für mich war, obwohl ich hier geboren und groß geworden bin. Israel ist meine neue Heimat geworden. Warum war Deutschland keine Heimat mehr für dich? Ja, weil ich mich halt in allen Gesellschaftsgruppen fremd vorkam. Bei den Muslimen war ich der Jude. Bei den Deutschen war ich der Ausländer oder Kanake. Und bei den Juden war ich der kriminelle Weddinger, der dunkel ist und auch nicht ganz ins Konzept gepasst hat. Ich habe mich nirgendwo willkommen gefühlt. Und ich war auf der Suche nach Freiheit, nach Frieden, nach innerer Ruhe. Irgendwo auf der Welt als Jude einfach leben dürfen. Und deswegen habe ich Israel gewählt als meine neue Heimat. Dennoch, zu deiner Frage, ich bin zurück in Deutschland immer wieder und ich fühle mich heute mittlerweile viel besser, wenn ich zurück bin in Deutschland, als ich mich früher gefühlt habe, als ich hier gelebt habe. Arie, der Davidstern, das Symbol Israels, das hat dein Leben verändert. Absolut. Irgendwann hast du den Wolf von deiner Oma bekommen. Ja. Und erzähl doch mal, was damals passiert ist, als deine Klassenkameraden den Davidstern gesehen haben. Ja, also ich habe den Davidstern von meiner Großmutter, die mittlerweile verstorben ist, die in Israel gelebt hat, habe ich zur Bar Mitzwa geschenkt bekommen, also Alter von 13. Eine Bar Mitzwa hatte ich nicht. Das Einzige, was ich bekommen habe, war dieser Davidstern-Anhänger. Und es war ein schöner Anhänger, er hatte für mich keine Bedeutung, er war einfach nur schön. Und im Wedding hatte jeder eine Goldkette oder eine Silberkette. Normalerweise mit Säbeln zum Beispiel und mit allen möglichen Symbolen, die von Türken und Arabern benutzt werden. Und ich fand mein Symbol auch schön und wusste nicht, wie dieser Davidstern, was der für ein Problem verursachen wird. In der 9. Klasse haben wir ein Stück durchgenommen, wo es um die Nazizeit ging. Und mein bester indischer Kumpel, der neben mir saß, hat mir dann zugeflüstert, alle Juden sollten getötet werden. Da habe ich ihn gefragt, wieso sagst du denn sowas? Er sagte, weil die Juden unsere Feinde sind. Da meinte ich zu ihm, was meinst du mit unsere Feinde? Meinte er, naja, wir Muslime. Ich meinte, aber ich bin kein Moslem. Meinte er, aber wieso, du bist doch aus dem Iran. Alle Iraner sind Muslime. Meinte, nein, meine Eltern sind aus dem Iran, aber wir sind Juden. Ich habe damit nichts am Hut, aber wir sind Juden. Und er meinte, das kann nicht sein. Erstens, und das sagt ein 13-jähriger Inder, der in Deutschland geboren wurde. Erstens, ich erkenne Juden aus der Ferne. Und zweitens, du kannst kein Jude sein, weil du bist mein Freund. Ich habe ihm gesagt, doch, ich bin Jude und ich werde es dir beweisen. Am nächsten Tag bin ich dann mit dem Davidstern unterm Pulli zur Schule gekommen, habe den Davidstern so herausgezogen und habe ihn ihm gezeigt. Und er hat, als wenn er eine Leiche sieht. Von diesem Moment an war unsere Freundschaft begraben. Wir haben nie wieder miteinander gesprochen. Er hat sich in der Klasse nach hinten gesetzt. Wenige Monate danach ist er ausgewandert nach Indien oder zurückgezogen nach Indien. Wir haben nie wieder gesprochen. Das ist 30 Jahre her. Wie stellte er sich denn einen Juden vor? Wie musste er aussehen? Du, ich kann es nicht erklären, was ein 13-jähriger in Deutschland geborener Inder oder indische Abstammung, was dem beigebracht wurde von seinen Eltern, von seinen Großeltern, von den Freunden auf der Straße, eventuell in der Moschee, in der Schule, ich kann es nicht sagen, aber er hatte ein ganz bestimmtes Bild vom Juden vor seinen Augen und als er erfahren hat, dass sein bester Kumpel wirklich ein Jude ist, hat er die Freundschaft gekündigt. Das heißt, der Hass, der ihm beigebracht wurde, war stärker als die Freundschaft zu mir. Und das ist eine ziemlich bittere Situation, weil wir reden hier über Anfang der 90er, das heißt 50 Jahre nach dem Holocaust in Berlin, ja, in der Hauptstadt Deutschlands.
Und jetzt kann man wieder sagen, ja, Nahostkonflikt und bla bla bla. Aber was hat ein in Deutschland geborener Junge indischer Abstammung mit dem Nahostkonflikt zu tun? Wie war das dann für deine Klassenkameraden, als die mitbekommen haben, dass du Jude bist? Hat sich das dann auch verändert? Also, ich war der einzige Jude, der dort zumindest sich als Jude geoutet hat. Es war für viele etwas Neues, einen Juden unter sich zu haben. Und so war, ich sag jetzt mal, der Bezirk gespalten. Es gab diejenigen, die mich angefeindet haben, die mich bespuckt haben, die mich beleidigt haben, die mich mit offenen Messern attackiert haben. Und es gab diejenigen, die mich als Freund gesehen haben, akzeptiert haben und verteidigt haben. Teilweise sogar auch Muslime türkischer Abstammung, auch ein großer Araber, der mit mir befreundet war, der so eine Art Schutzschild war für mich, der einem großen arabischen Clan in Deutschland angehört. Und die haben mich teilweise mit gezogener Pistole verteidigt, damit mir nichts passiert. Ja, also das sind Situationen aus meinem Leben in den 90ern in Berlin. Warum haben deine Eltern den Iran verlassen? Mein Vater wollte in den Westen, eigentlich weiter nach Kanada und ist Anfang, Mitte der 70er in Deutschland gelandet, hat in Deutschland angefangen zu studieren, in Göttingen, hat meine Mutter nachgeholt und der Rest ist Geschichte. Ne? Also dann, und ich bin in dem Sinne in einem persischen Haus aufgewachsen in Deutschland mit persischer Kultur. Ich liebe die persische Kultur. Ich finde Perser auch an sich sehr fortgeschritten und modern. Besonders die, die im Ausland leben, also in der Diaspora. Und das Mullah-Regime im Iran ist natürlich ein großes Problem. Nicht nur für Israel und für die Juden, sondern auch für viele Araber in der Golfregion. Ist eine Bedrohung, insbesondere aber auch für Perser im Landesinneren. Und es tut mir persönlich sehr weh zu sehen, was im Iran passiert. Weil ich habe selber immer noch Familie im Iran. Ich habe Freunde im Iran und ich wünschte mir ein modernes, weltoffenes, freundliches Iran, das ich endlich mal besuchen könnte, weil ich würde sehr gerne den Geburtsort meiner Eltern kennenlernen. Aber du hast einen deutschen Pass, du könntest theoretisch jederzeit in den Iran einreisen. Nein, ich kann nicht in den Iran einreisen, weil ich bin auch Sprecher der israelischen Armee in Krisenzeiten und ich arbeite auch in der israelischen Regierung. Und ich kann nicht das Risiko eingehen, dass ich den Iran bereise, mit was für auch immer für einen Pass und dort eventuell in Gefangenschaft gerate. Das ist, solange das Mullah-Regime dort herrscht, gibt es für mich keinen Weg, den Geburtsort meiner Eltern kennenzulernen. Und das ist wirklich bedauerlich. Ich hoffe eines Tages auf Frieden, auf Ruhe, insbesondere für die Menschen im Iran, aber auch für die Region und natürlich für mein neues Heimatland Israel. In den letzten Monaten gab es ja eben auch durch diese ganzen Themen, die dort im Orient vorherrschen, gab es sehr erfreuliche Entwicklungen. Israel hat mit etlichen Nachbarländern Friedensbeziehungen begonnen. Spielt da der Iran auch eine Rolle? Ja, also Israel hat jetzt im Laufe der letzten 10, 20 Jahre mittlerweile schon unter dem Teppich sehr viele Gespräche geführt und Annäherungen mit einer ganzen Handvoll von arabischen und muslimischen Ländern, sowohl im Nahen Osten, in der Golfregion und auch in Afrika. Das kriege ich beruflich so ein bisschen mit und habe teilweise auch Teil daran gehabt und bin ich auch sehr stolz darauf. Es ist nicht nur dazu gekommen wegen der Bedrohung aus dem Iran, wo Israel und zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate den Iran als gemeinsamen Feind wahrnehmen, der eine Bedrohung für beide Länder darstellt. Genauso natürlich auch Bahrain, auch die Saudis und andere Länder. Sondern hier, das ist so der negative Aspekt, sag ich mal, wo man sich zusammentut. Der Feind meines Feindes, ne? Aber es gibt auch eine positive Entwicklung, wo man wirklich guckt, die arabischen Staaten, die muslimischen Staaten gucken um sich herum, welches Land in der Region könnte uns Hightech-mäßig helfen. Und Israel ist nun mal Innovationsland, Startup, Hightech und alles, was so mit Hightech zu tun hat, zum Beispiel Agritech und Medtech, Watertech und Security natürlich und alles, was so in diese Bereiche fällt, ist Israel halt mit führend auf der Welt. Und ich denke, dass viele dieser Länder um uns herum, die verstehen, dass Israel zum Beispiel mit den Emiraten oder Bahrain, wir haben absolut keine Feindschaft.
Es gibt keinen Grund, Feindschaft zu haben. Im Gegenteil, Israel will teilen Know-how. Israel will als Gegenzug eigentlich nur Freundschaft und Frieden. Und ich glaube, das passiert gerade in den letzten Jahren immer häufiger. Das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Es gibt natürlich aber auch Gegenwind durch die radikalen Kräfte im Nahen Osten und in anderen Gegenden auf der Welt, die nicht bereit sind, mit Israel Freundschaft zu schließen. Das ist natürlich tief antisemitisch irgendwo. Und als Aufhänger, als so Pokerkarte wird dann natürlich benutzt Palästina. Was natürlich absoluter Quatsch ist, weil Palästina interessiert niemanden, weder die Iraner noch die Türken noch irgendwelche in Afrika lebenden Muslime. Es ist nur so dieses, damit kann man es am einfachsten erklären, seinen Antisemitismus, warum man mit den Juden keinen Kontakt wirklich will. Das ist übrigens auch in Deutschland teilweise so. Ja? Also wer keinen Bock auf Juden hat, sagt einfach, oder Israel, naja, Palästinenser, solange. Aber hier in Deutschland hast du doch ein Problem mit Arabern. Wieso interessieren dich die Palästinenser dort? Ja, das ist alles sehr fake, ist alles sehr viel Doppelmoral und natürlich tiefsitzender Antisemitismus, der unter dem Deckmantel der Israel-Kritik immer wieder daherkommt und bedauerlich. Aries persönliche Erfahrungen mit Antisemitismus sitzen tief. Selbst als er seit 2001 in Israel lebt, wo er Karriere in der israelischen Armee macht, lässt ihn das Thema nicht los. Doch bevor er den Weg des Schriftstellers einschlägt, träumt er davon, Filialleiter bei McDonald's zu werden. Ari, du schreibst in deinem Buch, dass dein großer Traum war, Filialleiter bei McDonald's zu werden. Jetzt bist du aber Major der israelischen Armee. Du hast zwei Studien hinter dir, du hast zwei Diplome gemacht an der Hebrew University. Eigentlich könnte man sagen, du hast richtig Karriere gemacht. Ja, also schau, also das Leben ist voller Überraschung. Und Grund ist natürlich eine Lebensentwicklung, ne, der letzten über 20 Jahre. Aber im Endeffekt habe ich als 18-Jähriger für mein Leben nur zwei Optionen gesehen. Das eine war Tod und das andere war Knast. Ich habe nichts anderes gesehen. Und ich war damals überglücklich, dass ich bei McDonald's einen Job bekommen habe. Mhm. Bei McDonald's hinter der Kasse, habe Burger gedreht in der Küche. Und ich war stolz auf mich, dass ich einen Job habe. Und habe gedacht, das Einzige, was ich eventuell schaffe, ist, wenn ich bei McDonald's fleißig bin, werde ich eventuell mal Schichtleiter. Mehr konnte ich mir nicht vorstellen. Dann bin ich ausgewandert, habe mein Leben noch mal von Null begonnen in Israel, 2001. Noch mal Armee, noch mal Studium. Noch mal Freunde finden, noch mal Jobs finden und habe mich, wie man so sagt, peu à peu hochgearbeitet. Sprache lernen. Sprache lernen, also alles fast von Null. Und während Freunde von mir studiert haben und nebenbei vielleicht einen Job hatten, wenn überhaupt, weil die Eltern sie unterstützt haben, habe ich studiert und 9 Teilzeitjobs gleichzeitig gemacht. 9? 9. Das war im 3. Jahr meines BA-Studiums in Jerusalem, 2005. Bin ich echt von morgens um 7 bis nachts um 1 jeden Tag unterwegs gewesen. Und ich bin dann irgendwie, sagen wir mal so, ins Rollen gekommen, von Job zu Job. Bin dann natürlich auch zur Armee gekommen, bin als Sprecher der Armee und heute dann auch in der Regierung. Da hat das eine zum anderen geführt. Seine beruflichen Erfolge in Israel sind für Arie kein Grund, sich zur Ruhe zu setzen. Er entschließt sich, seine Erfahrungen in Deutschland zu Papier zu bringen und veröffentlicht bislang 3 Bücher. Arie, du hast ein Buch geschrieben, das heißt Der neudeutsche Antisemit. Hat Deutschland es so nötig, dass man ein Buch schreiben muss? Ich denke ja, weil Antisemitismus mittlerweile, wir hören es ja jedes Mal, wenn irgendwas im Nahen Osten los ist, mittlerweile, der Damm ist ja gebrochen. Mittlerweile hört man scheiß Juden, mittlerweile hört man Juden ins Gas, mittlerweile werden Israel-Flaggen öffentlich verbrannt. Das wurde jetzt verboten, glücklicherweise. Das ist die richtige Entscheidung. Aber es sind Dinge passiert in den letzten Jahren, die ich mir vor 20, 30, 40 Jahren so nicht hätte vorstellen können. Und dieser Hass,
Dieser Antisemitismus kommt aus verschiedensten Ecken. Von rechts bis links, von verschiedensten religiösen Gruppen bis hin zu Verschwörungstheoretikern und leider manche Medien, die mit verzerrter und verdrehter Berichterstattung absichtlich über den Nahen Osten diesen Antisemitismus dann leider auch mit anfeuern. Jetzt kommt hinzu, dass die sozialen Netzwerke auch eine Plattform sind, wo ich mich täglich befinde, täglich Hassmails bekomme, Hasskommentare bekomme von Menschen, die mir wüste Dinge an den Kopf werfen, wie zum Beispiel, ihr tötet Kinder. Ich sag, was soll denn das? Wo hast du denn das aufgefasst? Ich sag, interessiert dich denn, was im Jemen passiert, was in Syrien passiert, was in Afghanistan passiert? Das scheint die nicht zu jucken. Jedes Mal, wenn ich frage, interessiert dich andere Konflikte, kommt dann, lenk nicht ab. Ich sage, das ist dreist, das ist fies und das ist überantisemitisch, wenn man versucht, Israel derartigen Irrsinn an den Kopf zu schmeißen, sage ich mal. So wie es im Mittelalter leider auch Juden immer wieder wurden Juden beschuldigt an allem Möglichen und Pogrome fanden dann statt, weil die Menschen aufgehetzt wurden. Und dasselbe passiert heute auch auf deutschen Straßen. Ich höre in Deutschland sehr oft, wir haben nichts gegen Juden, aber die Siedlungspolitik, den Palästinensern wird das Land weggenommen. Ja, also es ist mittlerweile so, dass in Deutschland es ja keine Antisemiten gibt, weil es sagt ja niemand, ich habe ein Problem mit Juden. Aus Jude wurde Israel. Jude ist das Individuum und das Individuum, nennen wir es mal, in der Staatengemeinschaft, den man als Jude bezeichnen könnte, das wäre der jüdische Staat, also Israel. Also ist es aus Mikro, ist Makro geworden. Der Antisemit heute verändert ja seine Fratze, passt sich an, kann sich in Deutschland nicht erlauben zu sagen, ich habe ein Problem mit Juden, weil das kommt hier nicht gut rüber, wegen der Vergangenheit. Also wäscht man seine Meinung, sage ich mal, rein und seine Emotionen und sagt einfach, mit Juden habe ich kein Problem, aber. Und nach dem Aber kommt dann, ich habe ein Problem mit Israel, ich habe ein Problem mit der israelischen Regierung, ich habe ein Problem mit der israelischen Politik, ich habe ein Problem mit der israelischen Siedlungsbau, ich habe ein Problem mit der israelischen Armee und. Ja, alles, was so mit Israel zu tun hat. Fakt ist, wenn man in den Duden reinguckt, gibt es nur ein einziges Land, wo kritisch dahinter steckt und das ist Israel kritisch sein. Dieses Adjektiv existiert im Duden. Es gibt aber nicht Norwegen kritisch oder Finnland kritisch oder Neuseeland kritisch, auch nicht Deutschland kritisch oder Palästinenser kritisch. Nur ein einziges Land kritisch. Du warst Pressesprecher der israelischen Verteidigungskräfte und ich habe gehört, dass die IDF die humanste Armee der Welt ist. Was sagst du dazu? Könnte ich jetzt hier sofort unterschreiben. Warum? Erstmal, ich habe es von innen gesehen. Und stehe dort mit meinem Namen und mit meinem Gesicht zu 100% dahinter. Ohne Fragezeichen. Ein gutes Beispiel, was mich mega stolz macht, ist zum Beispiel, die israelische Armee und Israel verstehen, dass die palästinensischen Terrororganisationen wie die Hamas, weil sie sich unterlegen fühlen, weil sie nun mal unterlegen sind, eine ihrer Taktiken ist, ihre Kinder als Schutzschilder zu benutzen. Warum? Weil wenn die israelische Armee sich wehrt, und Kinder dabei auf der palästinensischen Seite ihr Leben verlieren. Diese Bilder von toten Kindern oder Frauen oder Zivilisten über die sozialen Netzwerke und über die Medien, Leitmedien auch in Deutschland, verbreitet werden. Wie oft wurde ich gefragt, Herr Schalikar, wieso kam es denn leider wieder zu Kindern im Gazastreifen, die ihr Leben verloren haben? Weil die Hamas diese Kinder benutzt, ausnutzt und missbraucht. Und weil die israelische Armee das weiß, hat die israelische Armee mehrere Vorsichtsmaßnahmen mittlerweile getroffen. Eine dieser Vorsichtsmaßnahmen ist zum Beispiel das Knocking on the Roof, was die israelische Armee entwickelt hat, erfunden hat. Und das heißt, Knocking on the Roof, ans Dach klopfen. Die israelische Armee vor einem wirklichen Angriff auf eine Terrorinfrastruktur, wo Zivilisten sind, sich befinden, im näheren Umkreis, wird eine Bombe abgeworfen, die nur Lärm verursacht. Das heißt, man klopft ans Dach an mit dieser Bombe, die keinen Schaden zufügt. Und die Menschen, die dort dann leben, Kinder, Frauen, verstehen, dass jetzt in Kürze eventuell ein wirklicher Angriff folgen wird, der tödliche Konsequenzen hat. Das heißt, jeder, der sein Leben jetzt retten kann, sollte jetzt
sein Leben retten. Terroristen nehmen diese Warnung natürlich auch wahr und hauen ab, bevor der wirkliche Angriff kommt. Aber im Endeffekt ist es der israelischen Armee wichtiger, dass man die Terrorinfrastruktur trifft, als dass man den Terroristen trifft, der mit der Familie eventuell in dieser Terrorinfrastruktur wohnt, lebt oder sich gerade befindet. Jetzt hast du ja vorher den Antisemitismus in Deutschland angesprochen. Und du schreibst, ich zitiere, Antisemitismus hat mich zum Auszug aus Deutschland gebracht. Ohne Antisemitismus wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Antisemitismus hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Weil als ich 13 war und nichts mit meinem jüdischen Ich zu tun hatte, weil ich mich als Perser, Deutscher, Berliner gesehen habe, von dem Tag an, als meine jüdische Identität wahrgenommen wurde von meinem Umfeld, war ich plötzlich nicht mehr Iraner oder Perser oder Deutscher oder ein guter Fußballspieler oder nett oder nicht nett, sondern der Jude. Und von diesem Tag an, im Alter von 13, hat sich mein Leben so dermaßen auf den Kopf gestellt, dass in den nächsten Jahren Antisemitismus mein Leben begleitet hat. Ich habe meine jüdische Identität und im Nachhinein dann auch Israel als neue Heimat entdeckt, wegen meinem Umfeld, wegen den negativen Erfahrungen, die ich leider als Jugendlicher gemacht habe. Hätte ich diese negativen Erfahrungen nicht gemacht, würde ich bis heute eventuell in Berlin leben und hätte keine neue israelische Identität angenommen. Der Untertitel meines ersten Buches, die Autobiografie von mir, die jetzt bald ins Kino kommt, Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude. Der Untertitel heißt Die Geschichte eines Deutsch-Iraners, der Israeli wurde. Als Autor und Redner nutzt Arie seine außergewöhnliche Lebensgeschichte, um antijüdische Vorurteile herauszufordern. Er selbst ist zwar aus dem, wie er sagt, Ghetto Berlin-Wedding herausgekommen und hat es geschafft, sein Leben umzukrempeln. Doch seine Erfahrungen will er nicht einfach vergessen, sondern anderen, die Ähnliches wie er durchleben, Mut und Hoffnung zusprechen. Mein altes Leben habe ich nicht hinter mir gelassen. Ne? Das begleitet mich jeden Tag. Es gibt mir auch irgendwo Stärke mittlerweile, dass ich erlebt habe, was ich erlebt habe. Aber ja, ich habe Karriere gemacht. Ich bin heute mitten im Leben. Ich bin 43. Da ist noch viel zu holen. Aber ich bin heute definitiv ein Mann, der zumindest sich nicht mehr als Versager fühlt. Zumindest nicht mehr ohne Hoffnung durchs Leben geht. Und dass ich ein normales Leben führe mit einem normalen Job, ist für mich schon ein Riesensieg über meine Vergangenheit. Dass ich heute Bücher schreibe, dass ich für Zeitung Kolumnen schreibe, dass Menschen zu meinen Vorträgen kommen, ist für mich eine Sensation. Ja? Und deshalb ist mein neues Buch auch, was jetzt im Oktober rauskommt, 100 Weisheiten. 100 Weisheiten, um das Leben zu meistern. Selbst wenn du aus dem Ghetto stammst, widme ich nämlich genau all diesen Jugendlichen in Deutschland, wie vielen meiner besten Freunde, die eben bis heute im Alter von 40 immer noch ohne Hoffnung sind, die immer noch kriminell sind, die immer noch, die es leider nicht geschafft haben, ein normales Leben zu führen. Und hier und da hört man mir zu. Und das ist schön, das als jemand, der vor 25 Jahren noch dachte, dass seine Zukunft tot oder Knast ist. Liebe Zuschauer, ist es nicht bemerkenswert, dass es heute, 80 Jahre nach dem Holocaust, wieder Bücher braucht, wie dieses Buch hier von Arie Charus-Shalikar, Der neudeutsche Antisemit. Gehören Juden heute zu Deutschland, fragt er. Ich möchte Ihnen etwas daraus vorlesen. Ich zitiere. Ich schreibe, weil ich kommunizieren will, um die Beziehungen zwischen Deutschland und den Juden und dem jüdischen Staat Israel wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Und wir alle wissen, dass Antisemitismus in Deutschland wieder ein großes Thema ist, dass Antisemitismus sich auf deutschen Straßen wieder entlädt, dass Juden wieder zur Zielscheibe von Kritik werden, vor allem über den Staat Israel. Und man muss sich wirklich fragen, was läuft schief in unserem Land? Was mich an Arie ganz besonders beeindruckt hat,
ist seine Art und Weise, wie er Lösungsansätze bringt. Und ich möchte ihn hier noch mal zitieren aus seinem Buch: Nicht für mich, nicht für die Juden oder für Israel, für Deutschland. Er schreibt dieses Buch für Deutschland, für die Verbesserung der Beziehungen zwischen Deutschland und Israel und für ein sicheres Leben unserer jüdischen Freunde hier in Deutschland. Liebe Zuschauer, Faszination Israel hat auch heute wieder gezeigt, was man sonst im deutschen Fernsehen nicht zu sehen bekommt. Und darf ich Sie an der Stelle bitten, helfen Sie uns mit Ihren Möglichkeiten, mit Ihrer Spende, dass wir weiterhin Sendungen wie diese machen können. Schön, dass Sie heute dabei waren. Ich verabschiede mich von Ihnen heute mit einem herzlichen Shalom.